Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Potential Winter Upgrade Prediction. Wir sind am Start mit der 19. Episode. Wir nähern uns langsam der 20 und darauf freue ich mich schon sehr doll. Und wenn es euch heute wieder gefällt, ich hoffe, ihr freut euch auch auf die 20, dann lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. 1000 Likes wären richtig, richtig geil. Vielleicht knacken wir es ja heute mal wieder. Es sind sehr interessante Spieler auf jeden Fall dabei. Und ihr könnt mir natürlich gerne wieder in die Kommentare weitere Vorschläge für die nächsten Episoden schreiben. Ich brauche sie, denn es wird momentan immer schwieriger, Spieler zu finden, die ich nur upgraden kann. Die Upgrades kommen übrigens Anfang Februar, denke ich mal, raus, halt so viele Episoden wird es auch nicht mehr geben, aber trotzdem machen wir natürlich weiter. Weitere Unterstützung ist möglich, Videobeschreibung, Instagram auf jeden Fall auschecken und wir starten durch mit dem ersten Spieler für diese Episode und das ist direkt mal ein richtig guter und zwar Dominik Heinz, momentan beim 1. FC Köln aktiv im Winter, im letzten Sommer gewechselt vom FC Kaiserslautern zu den Domstädtern und der macht da bisher einen richtig guten Eindruck, ist zwar der Glöckner von Notre Dame, aber Hannover hat auch einen Affen im Kader mit Hiroki Sakai, zumindest sieht man bei dem am ehesten, dass der Mensch vom Affen abstand und bei, naja, ja, Dominik Heinz. Ich weiß nicht. Ich finde ihn irgendwie unsympathisch, weil er so komisch rumläuft. Aber an sich ein sehr guter Verteidiger, kann man absolut nichts gegen sagen. Ist bisher sehr, sehr auffällig gewesen in der Defensive der Kölner. Der beste von denen in meinen Augen, was das Potenzial angeht, von der Leistung her. Naja, ich weiß ja nicht. Also ich fand Marot zumindest nach seinen einigen guten Partien besser. Aber Sörensen ist auf jeden Fall schwächer als Heinz. Von daher ist es auf jeden Fall, weil Dina sein Upgrade bekommt hat, dann hätte er auch 74. Dementsprechend gibt es von mir auch die 74 für ihn. 76 Defending, 77 Physis im Vergleich zu seiner Karte vorher. Hat bisher in der Bundesliga ein Tor gemacht, ist an sich ein kopfballgefährlicher Verteidiger mit seiner Körpergröße von 1,88 und seiner bulligen Spielweise. Wie gesagt, der Glöckner von Notre Dame war ja auch bullig und das ist bei Heinz halt auch so. Ich bin gespannt, was in der zweiten Serie jetzt noch passieren wird und ob er sich irgendwann demnächst weiter beweisen wird für die Nationalmannschaft. Irgendwann mal auf jeden Fall bisher 74 für ihn. Nächster Spieler ist direkt wieder ein interessanter und zwar ist es Marvin Hitz. Ihr habt euch in der letzten Episode beschwert, wenn du schon alle Torhüter upgradest, warum dann nicht Marvin Hitz? Und ich habe nochmal geguckt, ich habe ihn anscheinend bisher noch wirklich nicht geupgradet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ich war mir relativ sicher, dass ich ihn geupgradet habe, aber anscheinend war es nicht der Fall und dementsprechend gebe ich ihm ein kleines Upgrade. Zwar hat er ein Head-to-Head weiterhin 75, aber man kann so argumentieren, Zieler hat auch bisher immer noch 80, von daher ist es vollkommen egal. Er hat sogar 76, Entschuldigung, ein Head-to-Head. Dementsprechend gebe ich ihm trotzdem 77, ja, also nochmal eins mehr. 81 Hechten, 81 Reflexe, 72 Ballsicherheit, 76 Positioning und ihr wollt ja in letzter Zeit immer wieder mehr Begründungen haben, was ich natürlich auch verstehen kann, denn ich kann nicht einfach nur Head-to-Head angeben, beziehungsweise doch kann ich, aber mache ich nicht bisher. 17 Spiele, 26 Gegentore, Augsburger ist in letzter Zeit wieder stark geworden, 5-mal zu 0, aber dafür und wirklich teilweise auch die Niederlagen des FCA verhindert. Von daher auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Keeper, der das kleine Upgrade auf 77 definitiv verdient hat. Bin überrascht, dass er sich langsam so macht. Ich dachte ehrlich gesagt, nachdem er bei Wolfsburg irgendwann gescheitert war, dass es dem nie was werden würde. Aber er beweist sich bei Augsburg und das sieht momentan bei ihm sehr, sehr gut aus. Willkommen zum dritten Spieler für diese Episode und auch der ist wieder ziemlich interessant in meinen Augen, denn der sieht für Ultimate Team mal so richtig stark aus. Sein Name ist Laurent Koscielny, ist Innenverteidiger beim FC Asen. Der 78 Tempo, 84 Defending, 75 Physis, ist also schon schnell und wird wahrscheinlich noch schneller. 79 Tempo, 85 Defending, 77 Physis, sehen nach sehr, sehr soliden Stats für ihn aus. Er hat die letzten Jahre im Winter immer ein Upgrade bekommen. Er hat das Talent, den wirklich andauernd jedes Jahr aufs Neue zu niedrig zu raten. Und auch dieses Jahr ist anscheinend wieder passiert. Der ist in der Defensive von Arsenal, die wirklich sehr, sehr stabil ist momentan und sehr, sehr gut ist. Einer der absoluten Felsen hinten drin. Dementsprechend hat er meine Meinung, das Upgrade auf jeden Fall verdient. Plus ein Defending, plus ein Tempo, plus ein Shooting, plus ein Passen, plus ein Dribbling und plus zwei Physis. Das heißt einmal zumindest die plus zwei. Und ich bin gespannt, was noch so gehen wird. An sich könnte man noch Nacho Monreal auf 81 machen. Das mache ich aber eher nicht. Die beiden sind trotzdem die Eckpfeiler der Defensive bei Arsenal zusammen. Natürlich auch mit Per Mertesacker, der auch sehr, sehr stabil ist diese Saison. Also bei Arsenal, ich glaube tatsächlich, die haben Chancen, Meister zu werden. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt auf eure Meinung. An sich machen die einen sehr, sehr starken Eindruck. Weil die Defensive funktioniert, die Offensive funktioniert, das Mittelfeld funktioniert. Besser geht's gar nicht. Den besten Vorlagen in der Liga haben sie auch. Und mit Koscielny und Mertesacker als der besten Innenverteidiger-Duos. Mit Debuchy und natürlich auch mit Bellerin, Entschuldigung. Und natürlich auf der linken Seite mit Monreal als der besten Außenverteidiger-Duos. Besser geht es nun mal wirklich nicht und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Spieler für diese Episode und das ist der Kapitän der Ingolstädter und sein Name ist Marvin Mate. So, der Kollege spielt, wie gesagt, beim FC Ingolstadt, ist da bisher sehr, sehr gut gewesen, in meinen Augen. Ingolstadt allgemein so ein bisschen überraschend, bisher so gut in der Saison und das liegt in meinen Augen auch mit daran, dass der Kapitän von den Ingolstädtern bisher eine sehr gute Rolle gespielt hat in der Bundesliga. Marvin Mate, der Bruder von Joel Mate. Hätte eventuell auch niemand erwartet, dass er irgendwann mal gut werden würde, aber er ist es. Momentan eine 74er-Karte, 74 Defending, 76 Physis. In Head-to-Head hat er bereits 75, dementsprechend gebe ich ihm natürlich auch die 75, die er in meinen Augen auch verdient. 71
72 Tempo hat er momentan. Ich gebe ihm 72, 76 Defending, 77 Physis. Sieht sehr, sehr stark aus. Ich denke mal, das kann man auf jeden Fall so machen. Bisher hat er in der Saison auch schon mal ein Tor geschossen und war, glaube ich, mit der aktivste Spieler bei den Ingolstädtern, also bei den Schanzern. Und dementsprechend, ja, man kann nichts dagegen sagen. Der Junge ist einfach mit gutem Talent gesegnet, könnte man sagen. Nicht ganz so stark wie Joel Marte, offensichtlicherweise, aber trotzdem auf jeden Fall ein guter. Und ich bin sicher, dass das Upgrade zumindest gerechtfertigt wäre, aus würde passiert. Ich bin gespannt. Schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Aber an sich könnte ich mir das auf jeden Fall gut vorstellen, denn er ist so ein bisschen die Verkörperung von Ingolstadts Erfolgswelle und vielleicht das Ganze sogar noch mehr als Pascal Groß. Nächster Spieler für diese Episode, vorletzter, ist dann nochmal ein interessanter, und zwar aus der Premier League, Dimitri Payet, wie ihr schon sehen könnt. 77 Tempo, 81 Dribbling, 76 Shooting und 82 Passen. Mittlerweile ist er ja wieder gesund und deswegen gebe ich ihm das kleine Upgrade auf 82, 78 Tempo, 82 Dribbling, dazu 77 Shooting, 83 Passen, 69 Physis. Warum ich mich ein bisschen schwer getan habe bisher mit ihm, ist halt, weil er verletzt war einen längeren Zeitraum lang und dementsprechend nicht die ganze Zeit aktiver bei West Ham. Wenn er aber aktiver war, wirklich sehr, sehr stark, und dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass er ein kleines Upgrade bekommt. In Head-to-Head hat er weiterhin 81, aber er ist halt einfach, er hat bisher 14 Spiele gemacht. Er hat bisher pro Tor 190 Minuten bei West Ham für einen zentral offensiven Mittelfeldspieler. Er hat 4 Vorlagen gemacht, 6 Tore. Das ist einfach, also in meinen Augen ist das genug, um zumindest mal ein kleines Upgrade zu bekommen auf 82. Ich bin mir relativ sicher, dass der, wenn er jetzt gesund bleibt, wenn er fit bleibt und sein Syndesmose-Bandriss gut ausgeheilt hat, auch in der Rückrunde sehr gut sein wird und seine Leistung noch weiter steigern wird. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Er ist unumstrittener Tamm-Spieler und das vollkommen zu Recht. Ich denke mal, wir können uns auch Payet freuen. Das war ein super Transfer von West Ham, von Marseille, den wegzulocken. Und dementsprechend das kleine Upgrade auf jeden Fall gerechtfertigt. Letzter Spieler für diese Episode, und das ist dann ja Sergi Roberto. Auch den habt ihr euch schon länger gewünscht. Ich habe nie wirklich gesehen, warum man den upgraden sollte. Aber mittlerweile, wo ich mir ein bisschen Barca wieder angucke, sehe ich einfach, was ihr meint. Der Junge ist ein absolutes Monster und das in diesem Alter schon. Also er ist so eine Mischung aus Talent und jetzt schon sehr, sehr fertig im Spieler. Er hat nicht so wirklich eine Schwäche. Der kann offensiv einigermaßen was, der kann defensiv was, der ist im Spielaufbau gut. Ist halt so ein typischer Barca-Spieler. Wisst ihr, so ein Iniesta, so ein Xavi, so ein Rakitic, genauso einer ist Sergio Roberto. Noch ein bisschen jünger, nicht ganz so erfahren, nicht ganz so ausgereift, aber auf jeden Fall schon sehr, sehr stark. Und dementsprechend kriegt er von mir ein Upgrade sogar um 2 auf 80, weil er bei Barcelona spielt und weil er sich da durchsetzt. Und wenn man sich da durchsetzt, muss man schon einiges können. 72 Tempo, 67 Shooting, 81 Passen, dazu 67 Defending, 76 Physis und 78 Dribbling für den jungen Sergi. An sich, wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass er das machen wird. Er hat den Head-to-Head jetzt noch kein Upgrade bekommen, was ich auch in gewisser Weise nachvollziehen kann, weil, man muss nicht jeden Spieler upgraden, nur weil er mal sich auch bei Barcelona durchsetzt. Genauso ist es bei beispielsweise Coman bei Bayern, der wurde auch jetzt erst geupgradet auf 77, ist halt auch bei Bayern trotzdem Stammspieler und beziehungsweise, ja, oft Spieler, sagen wir es mal so, und er hat trotzdem nicht den krassesten Wert bei Ultimate Team. Ich denke aber, das kann man bei Sergio Roberto trotzdem machen. 4 Vorlagen in 14 Spielen bisher. 14 Spiele bei Barcelona die Saison allein zu machen, ist schon krass. Und rechtfertigt seine Marktwertsteigerung auf mittlerweile 15 Millionen, die er in dieser Saison bekommen hat, vollkommen. Und dementsprechend kann man das auf jeden Fall in meinen Augen so machen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das war's jetzt von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir bitte, 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 bitte viele Spieler in die Kommentare. Und guckt von mir aus gerne bei Facebook vorbei, bei Instagram gerade. Ist es sehr wichtig, momentan vorbeizuschauen, weil ihr da unter anderem mit mir ihre Modus mitentscheiden dürft, weil ich immer vorproduziere und dementsprechend Entscheidungen nicht ohne euch fällen möchte und das Ganze am besten über Instagram machen kann. So, weiterhin gibt es die Serienvorschläge demnächst mal präsentiert. Ich werde mal schauen, was ich da machen werde. Haben mir ein paar schon rausgepickt und ich denke mal, das würde euch auch freuen, wenn ihr da seht, was als nächstes kommt. Aber bis zu diesem Zeitpunkt sage ich jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao. Haut rein.